viel zu heiß. Mein armer, zarter, älterer Damenmund. Diese ältere Dame ist ganz schön grummelig, Sam. Da hast du recht, Elvis. Das ist sie. Der Weg ist viel weiter, als ich gedacht habe. Ich möchte jetzt sofort wieder zurück in den Bus. Ich auch. Meine Hände sind Eisklumpen. Wir können jetzt nicht aufgeben. Vergesst nicht, wir werden in der ersten Reihe stehen. Und seht nur, da ist Newtown. Los, kommt. Ich habe eine Abkürzung entdeckt. Wir sind fast da. Mandy, vergiss nicht, was du bei den Pfadfindern gelernt hast. Immer auf den Wegen bleiben. Alle mir nach, kommt schon. Aber... dann sind wir in 0,x da. Mandy. Alles in Ordnung, Mom. Der Baum hier hat mich aufgehalten. Aber ich weiß nicht, ob der mich lange halten wird. Ganz ruhig. Irgendjemand muss Feuerwehrmann Sam rufen. Oh, das ist besser. Eine Decke ohne Löcher drin. Suppe weder zu kalt noch zu heiß und ein warmes Büro. Gute Arbeit, Leute. Mandy Flat sitzt auf einem Ast über einem Abgrund. Mandy Flat sitzt auf einem Ast über einem Abgrund. Tom! Wir brauchen dich an der Straße nach Newtown. Bin unterwegs. Ich nehme Mercury. Elvis, Penny, ihr nehmt Venus. Elvis, hol deine Suppe. Ich nehme Handwärmer und Decken mit. Sitzt da unten, Sam. Mandy, hier ist Feuerwehrmann Sam. Ich komme jetzt zu dir runter. Bitte beeil dich, Sam. Lass das Gurtzeug runter, Tom. Alles klar, Sam. Das musst du auch nicht, Mandy. Ich hab dich. Ja! Hä? Oh nein. Am besten rufe ich Feuerwehrmann Sam. Das Theater ist brandschutzgeprüft, Sir. Na, prächtig. Und wie macht sich unser Piratenstar so? Dann, wenn du deinen Text gesagt hast, komme ich mit meinem... Oh, oh, wie toll. Sir, sehen Sie mal. Jetzt nicht, Elvis. Wir haben einen Notruf. Norman und Hannah sind ins Hafenbecken gerollt in dem Piratenschiff Requisit. Norman und Hannah sind ins Hafenbecken gerollt in dem Piratenschiff Requisit. Du wirst am Hafen gebraucht. Bin schon unterwegs. Nur keine Panik, Hannah. Das ist ein Schiff. Wir treiben einfach. Norman, das ist kein echtes Schiff. Das ist nur ein Requisit. Wie? Was? Requisit? Hilfe! Wir sinken. Was? Wo ist... Oh nein! Und du kannst ja auch nicht schwimmen. Ganz ruhig, Norman. Ich habe ein goldenes Schwimmabzeichen. Ich schwimme besser als du. Ich schöpfe doch schon so schnell ich kann, Hannah.
Feuerwehrmann Sam. Jetzt bring uns zu Neptun, Tom. Hilfe! Beeil dich, Sam! Hilfe! Keine Angst, Norman. Ich hab dich. Mein Rollstuhl ist noch auf dem Schiff. Stimmt. Und wir brauchen doch das Schiff für das Theaterstück. Was sollen wir jetzt nur tun? Penny? Mhm. Jetzt kräftig ziehen. Das ist nicht gerade eindrucksvoll. Ah, immer noch nicht. Schnell, Joe! Stell das aus! Alle in Deckung, Leute! Er verfolgt mich! Hilfe! Hilfe! Das war echt gruselig. Wenigstens ist er keine Gefahr mehr. Schnell weg! Ja. Schnell, Joe! Du musst das Wasser wieder anstellen! Wir müssen das Feuer löschen! Das Feuer lässt sich mit Wasser aber nicht löschen, Mandy. Da brennt das Benzin vom Rasenmäher. Da liegt ja auch der Dünger. Und wenn man Dünger und Benzin mischt, na dann gut Nacht. Wieso? Das explodiert! Explodiert? Wir müssen weg hier hinter die Mauer! Oh nein, oh nein, oh nein. Wir müssen Feuerwehrmann Sam rufen. Danke, Schwester Flatt. Das war sehr lehrreich in Sachen Verbände anlegen heute. Ja, auch wenn das meiste davon an ihn geübt wurde, Sir. Sehr gut. Nach einem arbeitsreichen Tag wie heute fahre ich jetzt nur noch nach Haus. In meinem Garten ausspannen. Garten der Flatz brennt und könnte jeden Augenblick explodieren. Mein Garten brennt und explodiert jeden Moment. Wir müssen los. Du bringst sofort alle in Sicherheit. In Ordnung, Sam. Penny, hier brauchen wir den Schwerschaum. Gib klar, Sam. Kommt schnell, Leute. Stellt euch alle hinter Jupiter. Dort seid ihr in Sicherheit. Gut. Schaum, Marsch. Brand gelöscht, Penny. Gesichert. Gut, ich stelle ab. Puh, noch nicht ganz. Platz dafür. Den geölten Blitz. Wie? Was ist? Das ist ein Erwachsener. Er darf nicht gegen die Regeln verstoßen. Die Regeln sagen, dass da keine Regeln sind. Gut, können wir starten? Ist da noch Platz für einen mehr? Was? Was ist das denn? Darf ich vorstellen? Das Turbokissen 2000. Dillis? Oh, dann trage ich meine Flatterflagge mal zur Ziellinie. Bitte lass es diesmal klappen. 3, 2, 1. Bitte lass es diesmal klappen. Und Zündung! Hallo Kinder! Turbokissen 2000 im Anflug! Das ist so unglaublich unfair!
Macht's gut, Leute! James, geh endlich von der Bremse runter! Mir ist das sonst zu schnell. Abbiegen! Nach links! Schnell! Und wer hat gewonnen? Na, ich! Oh, mein kleiner Goldschatz! Und wo ist Dad? Er fährt in Richtung Hafen, Kai. Er ist über den Kai geflogen. Ja, und er fährt auf hohe See raus. Genauso wie ich sonst. Rufen wir schnell Feuerwehrmann Sam. Joe Sparks fährt mit hoher Geschwindigkeit auf See raus, auf einem Turbokissen. Ich fahre Juno, ihr nehmt Neptun. Ich brauche vielleicht Verstärkung. Los! Nein, oh nein, wie konnte das nur passieren? Ich werde irgendwo auf einer einsamen Insel stranden und dann muss ich ein Gesicht auf einen Ball malen, damit ich jemanden habe, mit dem ich reden kann und nicht verrückt werde! Das ist der beste Ausblick aller Zeiten. Man sieht von hier ganz Ponty Pandy. Was ist passiert? Die Stützen sind locker. Norman, hast du die Schrauben auch wirklich alle richtig festgezogen? Ja, aber natürlich. Ich, hoppla. Wir müssen das Gewicht verteilen. Norman, du solltest genau da stehen bleiben, um uns auszubalancieren. Ich? Derek, stell du dich in die Mitte. Du warst als Erster oben. War ich nicht. Du warst Erster und du hast gedrängelt. Seid still, ihr Streithähne. Und keine Bewegung, sonst fallen wir hier alle runter. Ich mag Baumhäuser sowieso nicht. Was sollen wir denn jetzt nur tun? Na, da gibt's nur eins, was wir machen können. Hilfe! Hilfe! Was ist denn, Butler? Hm? Jemand ruft um Hilfe. Komm, los! Hilfe! Was ist passiert, Trevor? Die Stützen lockern sich immer mehr. Wir dürfen nicht wackeln, sonst fällt das ganze Baumhaus herunter. Ich werde schnell Feuerwehrmann Sam rufen. Die Ponty Pandy Pfadfinder sitzen im Baumhaus fest. Die Pontipendi-Pfadfinder sitzen im Baumhaus fest. Die gesamte Konstruktion könnte jeden Moment herunterstürzen. Wir müssen ihnen helfen. Danke für die Übung. Die wird uns bestimmt schon bald sehr nützlich sein. Feuerwehrmann Sam. Beeil dich, Onkel Sam. Schnell, ihr schraubt die anderen Stützen im Holz fest und zwar richtig. Machen wir. Ja. Alles ist fest, Sam. Sehr gut. Fertig, ihr seid alle in Sicherheit. Yeah! Hoppla! Ah, ah, ah. Och, Pech, so ein Ausrutscher.
Das ist alles Quatsch. Ich werde bald noch einen viel größeren Rekord brechen. Nicht bevor ich das tue. Kichererbsen? Ja, natürlich. Das ist es. Eine Badewanne. Ja, natürlich. Das ist es. James, Sarah, kommt her, schnell. Tag, Derek. Was gibt's denn? Ich brauche Hilfe bei der alten Badewanne. Hä? Na los doch. Ich erkläre euch alles unterwegs. Sehr sicher sieht das nicht aus, Norman. Ach, Blödsinn, Mandy. Starte die Stoppuhr. Ich breche jetzt den Weltrekord im Kichererbsen-Dosenturm sitzen. Ja, da wird erstaunt, der doofe Derek. Schon klar. Meinst du, du kannst wirklich einen Weltrekord dafür kriegen, dass du besonders weit in einer Badewanne herumfährst? Das ist der Plan. Oh, das sieht sehr gefährlich aus. Richtig. Los, schubst mich an, aber kräftig schubsen. Hast du gehört, Buch der Weltrekorde? Ich komme! Mandy, wie sieht's denn für mich aus? Nur noch 20 Sekunden und der Weltrekord ist deiner. Ja, Jetzt nur noch 5 Sekunden! Nun steh da doch nicht so rum, Mandy. Starte die Stoppuhr. Ich breche den von der Brücke-Hängrekord. Norman Price! Was soll das nun schon wieder? Runter da, komm! Ach, Mom, ich versuche hier doch einen Rekord zu brechen. Du brichst dir nur jeden einzelnen Knochen. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Norman Price hängt hilflos an einer Brücke. Tja, vom Notruf gerettet. Norman Price hängt hilflos an einer Brücke. Mein Goldschatz, Hilfe ist unterwegs. Ich kann mich nicht mehr lange halten, Mom. Nein! Schnell, Sam, beeil dich. Mein Goldschatz hält sich nur noch an einer Hand. Halt durch, Norman. Ich versuch's, Sam. Keine Angst, ich hab dich, Norman. Fertig. Alles okay, Hannah? Alles bestens. Nur das ist nicht okay. Wieso kannst du nie was Normales machen? Wieso musst du immer so oberpeinlich sein? Tut mir leid, Hannah. Ich wollte dich nicht vor deinen Freunden bloßstellen. Aber du tust es. Hängt hier etwa der Haussegen schief? Nein, alles gut. Ich hätte nur gerne eine ganz gewöhnliche Wurst, gegrillt auf einem ganz gewöhnlichen Grill und ohne verrückten Hut dabei. Ist gut, Hannah. Dort! Die Flasche! Geht alle schnell zurück! Das Feuer breitet sich aus! Seht doch, das Cliff ist direkt hinter uns. Wir sind eingeschlossen. Jetzt ist es wirklich an der Zeit, Feuerwehrmann Sam zu rufen. Oh nein, mein Akku ist leer. Was sollen wir denn jetzt tun? Da wäre ja noch mein Hut. Die Solarpanels funktionieren wie ein Netzteil. Pass auf. Es hat sich Gas bei den Ruinen entzündet und Leute sind von den Flammen eingeschlossen. Es hat sich Gas bei den Ruinen entzündet und Leute sind von den Flammen eingeschlossen. Ich spüre wieder diese Schwindeligkeit. Was können wir denn noch tun?
Oh, da ist Onkel Sam. Hallo, Onkel Sam. Hier sind wir. Onkel Sam, hallo. Penny, du wässerst das Gras. Wir gehen mit den Feuerpatschen vor. Ist gut, Sam. Ich hoffe nur, sie sind schnell genug. Da sind sie, seht ihr? Kommt alle mit, wir bringen euch in Sicherheit. Elvis, sieh zu, dass alle versorgt werden. Wir müssen das Feuer unter Kontrolle kriegen. Was zu Bären? Nichts passiert. Kein Grund zur Sorge. Moose! Alles in Ordnung? Ja, ich denke schon. Ich komme hier nur nicht raus. Ich bin eingeklemmt. Rechts ist so ein Stein und links noch einer. Alles nicht so wild. Ich habe ein Walkie-Talkie. Oh nein. Ich hoffe, meine Fossilien sind nicht zerbrochen. Wo kriegen wir jetzt Hilfe her? Wie wär's mit Großvater? Und der ruft Onkel Sam. Hm. Keine Sorge, Moose. Wir holen Hilfe. Was war das gerade mit deinen Fossilien? Großvater Garrett! James, Sarah, was für eine wunderbare Überraschung. Es gab einen Unfall. Moose ist in eine Schlucht gefallen und hängt zwischen zwei Steinen fest. Oh nein, ganz ruhig bleiben. Kein Grund zur Panik. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Oh, ich verstehe das nicht. Was ist heute nur ein Quittling denn gefahren? Nun hat er glatt meinen Helm versteckt. Fast so, als wollte er seinen Job verlieren. Moose Roberts ist in eine Schlucht gefallen und hängt zwischen zwei Steinen fest. Ich rufe Tom. Komm mit, Penny. Gut, Sam. Sam und Penny. Keine Sorge, Moose. Gleich wirst du da unten raus sein. Tom, lass das Gurtzeug runter. Geht klar, Sam. Schon unterwegs. Fertig, Tom. Jetzt lass mich vorsichtig in die Schlucht runter. Na bitte, Moose. Das werden wir gleich haben. Los, ich häng hier fest. Warte doch mal, ja? Nein, nicht du hängst hier fest. Das ist dein Rucksack. Ich werde euch trennen. Ja. Danke, Sam. Gut gemacht. Halt! Die meine kostbaren Fossilien. Ihr habt sie da unten liegen lassen in Moose Rucksack. Oh nein, diese Schildkröte schwabbelt ganz schön durch die Welt. Melden sich die Nudeln wieder, Sir? Ich denke, ich gehe raus und schnappe ein bisschen frische Luft. Viel länger kann ich nicht mehr rudern, Mandy. Meine Arme fühlen sich an, als würden sie gleich abfallen. Ruder weiter, Norman! Das ist auch keine Schildkröte, das ist leider nur ein Stück Holz. Ich will jetzt zurück nach Hause. Die Wellen werden immer höher. In Ordnung, Norman. Ich werde wohl nie eine echte Schildkröte sehen. In welche Richtung geht's zurück? Da vielleicht? Nein, in die Richtung, Norman. Schon klar. Ich versuch's, Mandy, aber die Wellen treiben uns in die Richtung. Aber dann fahren wir direkt gegen die... Die Klippen! Oh nein! Was machen wir denn jetzt bloß?
Sie hält sich die ganze Zeit dicht an der Küste. Ja, und mit der aufgewühlten See hat sie kein Problem. Ein Moment, was ist das? Sieht aus wie ein Ruderboot. Mit Norman und Mandy. Und sie treiben auf die Klippen zu. Nur wo? Die Klippen sind auch kilometerlang. Seht ihr? Sie sind beim Leuchtturm. Norman und Mandy sind in einem Ruderboot und steuern auf die Klippen am Leuchtturm zu. Verstanden. Schon unterwegs. Das Boot wird in 1000 Stücke zerhauen, wenn wir dagegen fahren. Ich kann nicht näher ran. Diese Wellen würden uns auch gegen die Klippen werfen. Halt uns auf der Stelle, Penny. Fertig, Tom? Kann losgehen, Sam. Zieh mich jetzt hoch. Hilfe! Hilfe! Ich hab dich. Und wieder zu Neptun, Tom. Und was ist mit mir? Hey! Keine Angst, Norman. Ich komme gleich wieder. Hilfe! Und schon geht's los. Was hätten wir, Norman? Ihr seid in Sicherheit. Hoppala! Oh, geschafft. Na endlich. Mein wunderbar warmer Becher Tee. Norman Price hat sich verirrt auf Pontypandy Island. Kommen, Penny. Wir haben einen Notfall. Fahr Neptun direkt in das Seenotrettungszentrum. Wir kommen mit Saturn. Over. Geht klar, over. Oh, danke. Sind unterwegs. Wir müssen uns beeilen, Penny. Klar, Sam. Haltet euch fest. Hilfe! Ich kann gar nichts sehen und das Wasser steigt jetzt immer höher. Hilfe! Oh nein, das Wasser spült mich irgendwann weg. Die Sichtweite verringert sich. Hoffentlich sieht Saturn hier besser als wir. Was zu sehen? Komm schon, Saturn. Hier blinkt irgendetwas. Saturn hat Norman gefunden. Er ist am Badestrand. Festhalten! Feuerwehrmann Sam! Hilfe! Hier vorne! Da ist er ja! Ich kann nicht noch näher ranfahren, Sam. Schnell! Ganz ruhig, Norman. Ich werde dich jetzt holen. Beeil dich, Feuerwehrmann Sam. Gleich habe ich dich. Schneller! Keine Angst, Norman. Ich hab dich. Penny? Elvis? Zieht uns ran! Feuerwehrmann-Stil. Sie können Dillis verständigen. Norman ist in Sicherheit. Ich kann sie nirgends sehen. Lily! Sarah! Wo könnten sie sein? Ich rufe Feuerwehrmann Sam.
Sarah und Lily verschwunden in den Pontipendi-Bergen? Sarah und Lily verschwunden in den Pontipendi-Bergen. Ich werde darauf fahren. Rufen Sie Tom Thomas. Sehr gut, Sam. Tom! Von wegen verlaufen, Sam. Die sitzen schwer in der Klemme. Ich könnte sie hochholen. Du meinst mit der Winde? Ja. Das wird eng. Schnell, hilf uns, Onkel Sam! Keine Angst. Kannst du noch ein bisschen näher ran, Tom? Das geht nicht, Sam. Schon zu nah an der Felswand. Wir brauchen erst eine sichere Stelle für eure Bergung. Da, Lämpchen. Was hast du vor, kleines Lämpchen? Es versucht, euch nach oben in Sicherheit zu bringen. Ihr solltet darauf gehen. Von da können wir euch gut erreichen. Ja, genau. Komm mit, Lily. Dankeschön, Lämpchen. Ich hab dich, Lily. Ich komme gleich wieder und dann hole ich dich, Sarah. Keine Angst, Lily. Gut, und jetzt bist du dran, Sarah. Bring sie heim. Vorher fliege ich mit dir schnell zum Berggipfel, Sam. Schönen Dank, Tom. Ich laufe lieber so nach oben. Alles klar. Und wenn er dann denkt, ich wäre ebenso ein Hund wie er, dann zeige ich ihm, dass ich nichts schöner finde als ein Bad. So, und wenn ich nun gleich wieder aus dem Wasser raussteige, wird Schnuffi reinsteigen. Oh. Schnuffi, bleib hier! Komm zurück! Nicht so schnell, ja. Schnuffi! Also, ein Hund würde niemals so dumm hinfallen. Runde 3, der 100 Meter Haustier- und Haltersprint. 20 Bonuspunkte für den Gewinner. Auf die Plätze, fertig, los! Und da rennen sie auch schon los. Mandy und Butler gehen in Führung, dicht gefolgt von Sarah und Tiger. Und auf dem dritten Platz sind Norman und Wally. Oh, da hat wohl gerade jemand was zu knabbern gefunden. Komm schon, Wally. Und von hinten beginnt schnell wie der Blitz Norris das Feld aufzurollen. Oh, mein Butler könnte so viel schneller sein, wenn ich ihn nicht halten würde. Also, Butler, wenn ich dich gleich von der Leine lasse, bist du dann schön brav? Das war ein klares Ja. Los, zeig's ihn, Butler! Butler, nein! Lauf weiter! Die Tür ist von innen verschlossen. Ich rufe schnell die Feuerwache. Feuer im Kabeljau-Café? Und Butler und Tiger sind eingeschlossen?
Danke, Schnuffi. Hier, Sam. Hey, Sam. Schnell. Das sind Sie. Feuerwehrfrau Penny. Feuerwehrmann Sam. Luftvorrat 100%. Strom ist aus, Sam. Oh nein, Ameisen. Oh, sie krabbeln mein Bein hoch. Ameisenalarm. Wo steckt er denn bloß? Wir haben alles abgesucht. Seht nur. Gefunden. Au, Ameisenalarm. Also dann, die Würstchen sind fertig. Oh, was war das? Ameisenalarm! Der Baumstamm klingt wie mein Norman. Passen Sie auf, Tillis! Oh, oh Trevor, mein Lebensretter. Ich hasse Versteckspielen. Norman, mein süßer Schatz, was ist denn nur passiert? Trevor, der Campingkocher! Au wei! Da rufe ich besser Feuerwehrmann Sam. So, das war's. Perfekt. Fest und stabil. Gut gemacht, ihr beiden. Oh, und keine Sekunde zu früh. Ein Waldbrand und Trevor, Dillis und die Kinder sind in Gefahr? Ein Waldbrand rettet Trevor, Dillis und die Kinder. Uns wurde ein Waldbrand gemeldet. Wir brauchen dich, Tom. Bin unterwegs. Panik! Die Freiwillige Feuerwehr ist schon vor Ort! Oh, Trevor, Sie sind so mutig! Da kommt Feuerwehrmann Sam! Und Penny! Tretet alle etwas zurück! Sollen wir es mit dem Löschschaum versuchen, Sam? Nein, Elvis. Hier löschen wir mit Wasser. Hallo, Onkel Sam! Wir sind hier drüben! Sam und Penny! Ja, das Feuer! Nähere mich der Wasserabwurfstelle. Over. Danke, Tom. Ich würde sagen, wir haben das Feuer jetzt unter Kontrolle. Alles klar, Kollege. Ja. Fertig. Ja! Ja. Ja. Neptun kennen wir ja alle. Also wäre unsere Tour beendet. Wo hast du gesteckt, Crittenton? Entschuldigung, Sir. Ich war noch in was verstrickt. Wie immer. Da weht aber eine ganz schöne Brise. Kommt Mike da draußen auch klar? Aber ja doch, der kommt klar. Hab ich dich. Oh, Nanu, nicht auf den Knopf setzen. Flieg bloß weg von mir! Weit weg, ihr Raketen! Oh, sieh nur, Mom! Das Feuerwerk da! Das geht jetzt noch nicht los, James! Doch, tut es! Das sind nicht einfach nur die Feuerwerkskörper! Mikes Plattform fängt jede Minute Feuer! Ich rufe Feuerwehrmann Sam! Mike Flood ist auf einer brennenden Plattform am Hafen in Seenot? Ben, du nimmst Titan. Elvis und Penny übernehmen die Löschkanonen. Und ich fahre mit Juno. Ja.
hier schnell weg! Ich bin bei der Plattform, Ben. Aber hier ist nichts zu sehen von Mike. Vielleicht ist er ins Wasser gesprungen. Gut, ich schau mich mal um. Ich halte die Stellung. Penny, Elvis, ihr löscht inzwischen. Hilfe! Ich bin hier vorne! Oh, ich habe ja die Pfeife. Ich komme, Mike! Ein Glück, Sam! Ich hab dich, Mike! Gut gemacht, Ben! Das war's schon? Hab ich hier irgendwas verpasst? Nicht wirklich. Das war ganz hervorragend, James. Wartet! Frau Chen, geht da nicht noch mehr zischen? Bestimmt, wenn man da ganz viel Natrium reingibt. Stell das hin, bitte, James. Hey, wer ist für mehr Fußball? Ach, doch nicht hier drin, Sarah. Oh, 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 ich hol den Mob. Sarah, siehst du, wie du meine Wissenschaftsparty verdorben hast? Hab ich ja gar nicht. Das ist ein Versehen gewesen. Nicht! Nein, Dad! Das Natrium! Durch das Wasser fängt es an zu brennen! Das ist aufregend! Passt auf! Nein! Aber sowas sollte nicht passieren! Ja, James hat recht. Geht lieber raus, bevor noch mehr passiert. Ganz ruhig bleiben. Aber es wurde doch gerade erst richtig gut. Ich rufe Feuerwehrmann Sam! Ja! Ein chemisches Feuer im Kabeljau-Café? Einsatz gegen chemisches Feuer im Kabeljau-Café! Mandy ist dort. Oh nein! Und mein Norman! Kommt mit, nichts wie los! Schatz! Mandy! Mit welchen Chemikalien haben wir es hier zu tun? Natrium! Aber da drin sind alle möglichen Chemikalien, Sam. Oh, welchen Feuerlöscher Sam wohl benutzt? Ich weiß es! Ich auch, klar! Denn wenn gar nichts mehr geht, da löschst du Feuer mit Sand. Toll, ihr wisst es wirklich! Du löscht das chemische Feuer, Elvis. Ja, Sam! Und ich kümmere mich um den Rest. Zur Bärentatze ist dieser Käse. Und wo ist mein kleiner Goldschatz? Warte! Nun roll doch nicht so schnell, du Rollkäse. Da! Alles klar. Du entkommst mir nicht so leicht, du Liegekäse. Kein Käse und kein Norman Price? Das riecht nach Ärger. Ich dachte, das wäre der Käse. Entschuldigen Sie, Hauptfeuerwehrmann Steel. Aber, Norman hat den Käse von seiner Richtung abgebracht und ist ihm nachgerannt. Das ist unsicheres Terrain in dieser Gegend. Oh, Norman! Mein kleiner Goldschatz verschollen in den Bergen. Oh,
Keines Sorge, Dillis, wir werden ihn finden. Aber das ist ein ziemlich großes Gebiet. Besser, wir rufen Feuerwehrmann Sam. Ich hol sofort den Hubschrauber. Norman Price ist in den Bergen verschwunden. Norman Price ist in den Bergen verschwunden? Das wäre für die Wärmesensoren von Saturn der ideale Einsatz gewesen. Aber Saturn ist kaputt, Sam. Hm. Wenn wir ihn über die Wärmekamera nicht finden, dann vielleicht mit Hilfe Schnuffis empfindlicher Nase. Hab dich! Na endlich, jetzt gehörst du ganz allein, nur noch mir. Nur du und Norman hier draußen ganz allein. Auf diesem Felsvorsprung. Hilfe! Wenn Schnuffi den Käsegeruch aufnimmt und der Fährte folgt, dann führt er uns direkt zu Norman. Ich habe den Käse den ganzen Tag gehalten. Meine Hände sollten sehr nach ihm riechen. So, Schnuffi, los, such ihn! Hier aus der Luft kann ich ihn nirgends entdecken, Sam! Alles okay, ich habe ihn gefunden, Tom. Norman Price ist auf einem Vorsprung am westlichen Felshang. Verstanden, Sam. Ich lasse das Gurtzeug runter. Alles wieder gut. Los. Das Eis bricht ein! Norman! Wir brauchen Hilfe! Beeil dich! Keine Angst! Ich bin schnell wie der Blitz! Dillis? Trevor? Wie ist es denn so da drin? Oh, es wird ganz muckelig warm hier drin! Nehmen Sie doch mal Ihren Schal ab, Trevor. Oh, Hilfe! Norman? Sarah und James sind auf dem See in Gefahr, weil das Eis, es bricht. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Und nun wird es Zeit für die absolut supergenialste Winterrettungsausrüstung aller Zeiten. Passt auf! Sarah und James stehen auf einem zugefrorenen See und das Eis bricht. Sarah und James sind auf einem See mit brüchigem Eis. Hab keine Angst, Kinder. Feuerwehrmann Sam ist schon unterwegs. Elvis, die Tasche. Mach den Motor an, Penny. Schon dabei, Sam. Mir ist so kalt. Gleich kommt Hilfe, James. Da kommen sie schon. Ach, ein Glück. Onkel Sam. Oh, hey. Ist der Penny, der selbst aufblasende Rettungsweg. Oh. 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 Bind den Rettungsweg gut fest, Penny. Er soll ganz gerade liegen. Sarah, James, keine Sorge, ja? Wir holen euch jetzt ab. Fertig. Gleich werden wir untergehen. Keine Angst, ich bin da. Onkel Sam! Ich hab dich. Danke, Penny. Da bist du ja!
Dieses Mal werde ich dich bestimmt nicht enttäuschen. Mein Dolly! Noch Tee? Oh, sehr gern, Euer Majestät. Ridlington! Oh nein! Verehrte Damen und Herren, der schauderhafte Normanski! Quatsch, zauberhaft! Entschuldigung, der zauberhaft schauderhafte Normanski! Tada! Mein Goldschatz! Ganz leer! Ja! Toll! Und jetzt? Passt gut auf! Sappedi, soppedi, sippedi, suit! Und schon ziehe ich einen Tiger aus dem Hut! Hey, komm zurück, Tiger, sonst geht der Trick nicht! Nein, nein, ich habe das mit Absicht gemacht! Tada! Oh, toll! Du hast sogar eine Nebelmaschine. Ja, natürlich habe ich auch eine Nebelmaschine. Und nun zu meinem nächsten Trick. Wie? Ich habe gar keine Nebelmaschine. Feuer! Geht sofort alle raus. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Hallo? Hauptfeuerwehrmann Steele, Feuerwehrfrau Morris und Feuerwehrmann Jones. Alle haben die Prüfung bestanden. So, Gridlington. Ich fürchte, das ist leider nichts geworden. Schnell, Feuerwehrleute! Ausbruch eines Feuers im Haus der Flatz. Feuerausbruch im Haus der Flatz! Die Steckdose hat Feuer gefangen. Alles klar, Penny. Sofort den Strom ausschalten. Ja, Sam. Elvis, überprüf, ob alle in Sicherheit sind. Mach ich, Sam. Ist doch keiner von euch verletzt? Ich denke nicht. Wo ist Mandy? Oh nein, die sitzt noch in der Kiste. Keine Angst, Leute. Ich werde sie retten. Ist abgeschaltet, Sam. Danke, Penny. Mandy! Mandy! Was ist passiert? Mach dir keine Sorgen, Mandy. Alles wird wieder gut. Komm, ich bring dich hier raus. Zwei, drei. Drei Rauchwolken. Bestimmt ein Notfallsignal. Die Pfadfinder müssen auf der Insel in Schwierigkeiten sein. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Also hier ist Sam sicher nicht. Jetzt kann ich an meiner Rede arbeiten. Ein SOS-Signal von Pontypandy Island. Penny, ein Einsatz für Neptun. Du bringst alle Pfadfinder in Sicherheit. Wird erledigt, Sam. Gut, James. Hervorragende Rauchsignale. Du bist der beste Entdecker hier. Wir haben vielleicht sogar Zeit für Würstchen, während Hilfe unterwegs ist. Nein, der beste Entdecker bin ich. Und das werde ich auch beweisen. Ja, ich mache die allerqualmigsten Rauchzeichen aller Zeiten. Oh nein, Norman! Lass das! Oh. Trevor, was sollen wir denn jetzt tun? Mein Buch sagt, wenn es auf einer Insel brennt, soll man an den Strand laufen. Oh ja, sehr gut, James. Los, alle sofort die Schwimmwesten anziehen. Da sind sie. Hallo. Feuer, hier sind Feuer. Wir. Hallo. Oh nein, ich brauche hier Verstärkung. Sehr gut, Sam. Du kümmerst dich um den Tee. Hier drin ist auch überhaupt nichts zu sehen. Das ist Penny. Da ist ein Waldbrand auf Pontypandy Island. Elvis, das ist ein Einsatz für Titan.
Was ist mit dem Feuer? Oh, seht mal da! Toll, Feuerwehrmann Sam! Penny, fahr los und hol das Gift! Mach ich, Sam. Haltet euch gut fest. Fahr näher ran. Gut, Sam. Bereit, Elvis? Bereit, Sam! Ben, seitwärts am Ufer entlang und ganz dicht ran. Ja! Ja. Ein Notruf! Entschuldigung. Hauptfeuerwehrmann Steele, Gareth, Sarah und James auf dem Fluss verschollen. Und es ist schon dunkel. Das ist ein Fall für Saturn. Nicht länger gegen die Strömung anrudern, das schaffe ich nicht. Gleich werden wir den Wasserfall runterstürzen. Sehen Sie, wenn ich den Ast packen kann, werde ich so unser Boot aufhalten. Ich helfe Ihnen. Vorsicht! Ja. Keine Angst, Norris, ich halte Sie fest. Ich weiß nicht, wie lange ich mich hier noch halten kann. Sie sind auf jeden Fall flussabwärts. Okay, Penny, starte mit Saturn in diese Richtung. Saturn wird Steele und die anderen über die Körperwärme entdecken. Elvis, und du wirst mich durch die Dunkelheit leiten. Mach ich, Sam. Sie. Aber seht mal, das Boot ist ja direkt vor dem Wasserfall. Sam muss sich beeilen. Kommen, Sam. Das Ruderboot ist direkt vor dem Wasserfall. Nur 200 Meter nördlich von dir. Du musst ganz schnell machen. Ich bin gleich da. Der Ast bricht gleich ab. Da kommt jemand. Es ist Onkel Sam! Gareth, du musst das Ende vom Seil am Boot festbinden! Jetzt wollen wir runter! Ja! Du kannst Saturn zurückholen, Penny. Alle in Sicherheit. Das ist sehr dunkel. Für eine richtig gruselige Pyjama-Party-Geschichte muss das so sein. Cool. Das wird tatsächlich die beste Pyjama-Party, Norman. Also, was ist das für eine Gruselgeschichte? Erzähl mal. Sie heißt... Der gruselige Nebel. Also passt gut auf. Es war einmal ein richtig gruseliger Mensch. Der wohnte in einem richtig gruseligen Haus, in einem richtig dunklen, dunklen Wald. Bin ich etwa ein Pfannkuchen? Nein, nein, ich muss nachdenken, ich muss nachdenken. Nein, Unsinn, nein, wartet, ich weiß es. Ah ja, Unsinn, das kann es nicht sein. Er überlegt jetzt schon fast eine Stunde, Sam. Mhm. Wollen Sie einen kleinen Tipp, Sir? Oh ja, famose Idee. Sie sind etwas, das Sie anziehen, Sir. Ich weiß es, ich weiß es. Ja? Nein, nein, schon wieder weg. Und dann machte der gruselige Mensch plötzlich eine richtig gruselige Fratze. Wird der gruselige Nebel jemals in deiner komischen Gruselgeschichte auftauchen, Norman? Oh. Das ist ja so öde.
Das ist die gruseligste Geschichte aller Zeiten. Genau, die allergruseligste. Seht mal da. Da ist der gruselige Nebel. Doch nicht jetzt schon, James. Das ist kein Nebel. Das ist Rauch. Ah, das sind meine Pyjama-Party-Häppchen. Wir dürfen den Rauch nicht einatmen. Ich muss meine Eltern wecken. Lauf los, es brennt schon. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Ich weiß es. Ich weiß jetzt, was ich bin. Das wird leider warten müssen, Sir. Feuer bei den Flats ausgebrochen. Bei den Flats brennt es. Wieso wartet ihr nicht alle im Bett? Das erzählen wir euch später. Das Feuer ist in der Küche, Sam. Penny, sofort den Strom ausschalten. Mach ich, Sam. Ich sorge dafür, dass alle in Sicherheit sind. Luftvorrat 100%.